Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, Freunde, es ist der Zeit für Legend of Zelda Breath of the Wildness. So, jetzt aber! Tschüss! So. Ernsthaft? Von Soldaten Zweihänder. Moment mal, eine Waffe ist eh im Arsch. Mann, ich vergiss nur, welche Taste es ist. Hä? Ah. So. Ist es überhaupt für eine 20er Waffe? Alter, okay. Lassen wir es mal so. Mal so stehen, ne? Davon habe ich nochmal so etwas. Ihr wimmelt über von diesen. Ja, und es ruckelt irgendwie ganz crazy. Guck! Was? Wie kriege ich jetzt die da irgendwie raus? Die tauchen ist nicht. Hat sie gebracht. So! Das ist schon, hä, was ist jetzt passiert? So ein paar Fische, ja, aber das ist gerade wirklich das. Na toll. Nope, kein. Oh, bin ich doof. Wo geht es überhaupt? Ja, klar. Geht's nicht? Okay. Oder vielleicht doch. Die Frage ist überhaupt, warum mache ich das überhaupt? Ich meine, rein theoretisch muss da unten irgendwas versteckt sein, ne? Das sind wir uns, glaube ich. Verzeihung, ich bin hier am Arbeiten. Halt so etwas. Oder ist es vielleicht, dass ich natürlich jetzt gerade vorstellen könnte und gar nicht geschnallt habe, dass eine Platten ist, die ich vorhin weggesprengt hatte. Wäre ja auch noch möglich. So. Egal. Jo, heutige Folge sollte klar sein. Es sind noch diese Extruden dran, die machen wollen, plus noch dies und jenes. Ach komm, ist was. Ja, ist klar. Als ob das so krass wäre, weißt du? Ernsthaft, da bringt gar nichts. Natürlich auch nichts. Das ist ein bisschen schwieriger zu handeln, weil ich gar nicht weiß, wo ich genau treffen soll. Ich meine, es könnt ihr rein theoretisch etwas Wertvolles darin haben, hä? Also, ich glaube einfach mal, dass ich mit Bomben allein auch nicht viel anrichten könnte.
Hey, wie macht das überhaupt, dass ich nach oben schlagen kann? Das ging bei Skyward Sword besser. Egal. Wenn was Wertvolles drin wäre, dann, ja, verkackt halt. Oder finde ich später. Oder so ähnlich. Gut, ich würde dann doch mal sagen, ja, das ist so etwas Dämliches. Oder wird das besser gehen, um es runterzuschlagen? Okay, doch, da geht besser. So. Immerhin eine Truhe. Ja, Geld regiert die Welt, sage ich natürlich auch nicht. Nein. Ja, so. Oh. Also, Eupelfein wollte jetzt eigentlich weniger. Nix als Ärger. Rivali! Sturmfrei! Was zum... Link! Was macht der Vollidiot? Alter! Boah, glaube ich jetzt echt nicht, hey. Ja, genau, da runter war wäre ein Tour episch gewesen. Okay, Freunde, der letzte Turm. Kaum zu fassen, war. Der letzte Turm und das letzte Gebiet von Fyrone. Von Hyrule, allgemein. Aber eben, das Gebiet von Fyrone! Du weißt nicht, weil ein richtiger Sumpf ist, was? Das war. Ah, klar, war es natürlich damals auch. Bei Twilight Prince und so, aber hat da noch ein bisschen mehr gehabt. Nicht nur Sumpf und so. Dann Übertragung beginnt. Ja, lass mal den Tropfen regnen. Der Tropfen des Wissens. Schon krass, war so ein Wassertropfen auf dem Display, aber kaputt geht's nicht. Nee, im Gegenteil. Was zum Henker? Aha, man kann sagen, das ist nicht alles ein Gebiet. Diese haben die Karte oder hinzugefügt, endlich mal. Ja, ich weiß, ein bisschen gedauert. Aber hat halt Wichtiges zu tun. Kann noch Plan machen und so, meine Freunde rächen, selber befreien. Das ging jetzt von heute auf morgen, ne? Verstehst du? Okay, ich gucke gerade mal, ob ich hier gerade noch irgendwie ein paar Schreine entdecke. Gerade sagen, der kann es nicht sagen, der ist eh blau. Da hat gerade vielleicht irgendwie einen Bug vom Spiel oder so. Tja. Ansonsten viel Regen. Sieht man sonst schon mal viel? Ja, ja, doch, doch, da hat ein paar Dinge hier. Warte mal. Spinne ich jetzt oder ist jetzt nur, weil ich die komplette Karte aufgedeckt habe, ist jetzt jeder Ort eingezeichnet auf der kompletten Map? Ich glaube, das hier hat er vorhin noch nicht, oder? Tempel der Weißen? Hä? Okay, krass. Da ist ja wohl. Okay, das ist echt nicht schlecht. Alter, was pisst, ey. Das ist. Also, sieht zumindest so aus. Wo der Evandra-Fluss beginnt. Ja gut, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil. Jetzt kann ich mal gucken, wo der Evandra-Fluss hier beginnt. Da ist Floriasee, da ist... Hä? Wo ist der Evandra-Fluss? Hallo? Das ist hier. Das. Die Windmütze ist hier drüben? Und ich dachte, wer.
Moment mal. Ja, dann machen wir jetzt ein bisschen anders. Jetzt gehen wir dann mal ganz, ganz, ganz detailliert auf die Sprünge. So, überlege jetzt gerade mal. Der Fluss beginnt. Wenn ich mich noch richtig erinnere vom Geografieunterricht her, beziehungsweise glaube ich, im Deutschen heißt es Erdkundeunterricht, dann ist es doch immer so, wenn man sagt, der Fluss beginnt, oder beziehungsweise die Mündung beginnt und so, müsste ihm der kleinste Teil sein, muss aufhören, müsste der größte Teil sein. Ne? Also hier kann der Anfang nicht sein, ne? Der müsste also hier sein. Also quasi bin ich hier richtig. So. Blaue Winkwand ist also irgendwo da unten. Sehe ich das soweit richtig? Gut, das ist natürlich jetzt Cola-See, ja, aber hier müsste eigentlich schon der Wanderfluss sein. Jetzt sogar noch ein paar Crocs bei Gelegenheit. Okay, okay. Ein paar Gegner auch noch, gut. So, hier ist soweit schon mal nichts. Dann gehe ich schon mal noch ein bisschen weiter. Sonst mal kurze Komplettlösung zu raten. Ah, da oben. Übrigens ein Krog. Sonst eben mal die Komplettlösung noch zu Rate ziehen. Dass der hier oben ist, ey. Mann, oh Mann. Aber jetzt mal ernsthaft. Ist es echt jetzt so, weil ich die komplette Karte aufgedeckt habe, dass wirklich jeder Ort eingetragen ist hier auf der Karte? Also hier muss es natürlich so sein, weil ich war ja hier noch gar nicht. Und aber hier zum Beispiel? Doch, da ist so. Ne, warte mal. An der Spitze, an der Gebirge. Nee, hier muss es nicht so sein, weil. Also, ich kann natürlich vorstellen, hier oben muss noch irgendwas. Welcher Ort so etwas sein? Wohl war ich hier unten? Ah, eine Halbinsel. Muss fast so sein, weil hier unten war garantiert auch noch nicht. Das ist total crazy. Ah, hier. Ja, hier fehlt ein Stein. Da fehlt ihm ein Stein. Ich glaube, der ist sogar hier, wa? Ah. War ihn noch gut versteckt. Und wieder ein kleiner Krog. So, ja, wenn ich nachher sowieso auf dem Weg zum Schrein war, kann ich natürlich direkt dann noch machen. Okay. Wo ist er eigentlich? Ah, hier unten. Moment, und das heißt wirklich, das hier bereits liegt dort, wo der Evandra-Fluss beginnt. Ja. Noch eins. Aua! Jubel, da klotzt sowas. Warte jetzt kurz auf Rivali. Ja komm, ich weiß, war mal ganz kurz, dauert eben ein paar Sekunden nur. Bei diesem schaue ich mal eine Komplettlösung nach im blauen Winkel, ob ich da echt richtig liege wegen hier und so oder ob da irgendwie totaler Fail ist. Rivalis Sturm ist bereit. Okay, ist eine ganz creepige Erklärung, die da steht.
So, bin ich ganz sicher, ob ich jetzt da echt runterspringen muss oder nicht, aber ich versuche es einfach mal. Nummer 13, tschüssi! Ja, ja, du mich auch. Ja, ich glaube, muss nochmal zurück, Freunde. Na Mann, hast du keine Hobbys? Kannst du schwimmen? Ja, offenbar schon. Tschüss. Trottel. So. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal, siehste, mal ganz kurz gucken in der Orientierung. Hier oben beim See war ja das links und rechts. Okay, wenn das so ist, dann ist ja doch, dann muss hier dann trotzdem Westen sein. Ich muss mich hier irgendwie auf den westlichsten Felsen stellen. Im See drin, hm? Der See ist hier, Kulase, also eigentlich hier muss ich hin. Ah, dort hinten ist es. Alter, der hätte da unten noch weit und breit suchen können. Ja, muss das einmal so, kann man nicht hin. So. Sag mal. Zack. So, jetzt aber. Jo, da sehe ich doch schon, dass Extras draufsteht. Nein, doch mal. Blaues Hummerhemd? Toll, in der Beschreibung steht eigentlich blaues Windgewand. Wenn ein Stück das nicht einfach zu erlangen ist. Hä, sah das echt so aus? Da bringen wir anders in Erinnerung. Ja, dort mit dem Humor könnte es sogar noch sein. Ist trotzdem creepy. Aber ja, ist nächste Extruhe. Insofern kann man sich nicht groß beklagen. So, warte mal ganz kurz. Wir haben natürlich hier die Kokiri-Maske. Die Kokiri-Maske, Krog-Maske. Und wieder etwas Ex-mäßiges. Hier ist noch ein Krog. Der muss hier oben sein. Oh nö. Ja, was ist der Krog? Sogar irgendwo da oben. Da oben könnte auch sein. Egal, aber andere Sorgen. Weil, Freunde, der Part, also zumindest 20 Minuten sind langsam da um und deswegen möchte ich doch jetzt gerne mal noch auf dem Weg machen. Zum Schrein, der da vorne sein soll. Und damit dann die Episode wieder doch einigermaßen erfolgreich abschließen zu können. Oh, viel ist echt nicht mehr. Das heißt, Helm des Usurpators, Rüstung des Bösen sind auch die Dinge, die wir... Also, Helm des Usurpators natürlich, ja. So das Tal, beziehungsweise Zwillingsberg ist ein bisschen ein anderer Ort, aber dann eben nächste Folge vor allem. Fallwohnerkunden wegen Schreinen, Rüstung des Bösen, die Dinge sind vor allem... Das können wir auch noch machen. Da muss ich auch noch ein bisschen gucken, was ich da noch alles habe.
Oje, oje. Bin da, wer noch? Ja, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Nö, kriegst du nicht. Ja, wir kriegen dich, wir kriegen dich. Ja. Nö, hier ist auch nichts los. Ihr kriegt mich nicht, kriegt mich nicht, la 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 la. Ja, scheiße, Mann. Okay, wir können mit dem Boot noch rüberfahren, schön. Das ist ein schöner Strand. So, langsam müssen wir mal mein Modul aufschlagen. Ja, die haben wir jetzt nicht, die meinen eigentlich was anderes. Ja, wie ist doch ein Schein? Ja, definitiv. Hier ist sein Schrein. Du musst eine Kugel reinpacken. Oder lass mich an, das Teil ist da drüben auf der Insel. Und mittels des Floßes. Ja, mit dem Floß kann ich es rüberschippern. Können wir uns mal so vorstellen. Das Problem ist natürlich jetzt mit dem Floß. Das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Weil ich wieder mal kein Dekoblatt habe. Ja, war irgendwie klar. Wenn wir schon beim Thema Verdächtige sind, das sieht auch ein bisschen verdächtig aus. Dass die eine Palme da kleiner ist. Ja, hey Diamond! Entschuldigung, die wollte gar nicht rufen. Wo ist jetzt die fucking Kugel? Die doch nicht da drüben? Also wir haben. Vielleicht spawnen sie auch erst später. Ich meine, es muss fast so sein, weil. Alles andere wäre ein bisschen crazy. Und den Schrein, also wenn die Kugel im Schrein irgendwie auf der Seite wäre, dann wäre es einfach nur einsam rüberbringen. Da gäbe es ja keinen Grund, wieso es hier im Floß hätte. Also muss schon gewisse Logik haben, aber wie kriege ich jetzt den jetzt darüber, wa? Und die Kuhblatt. Super. Kann man die Bäume hier fällen? Ich glaube sehr weniger. Ah doch. Oh! Ich habe keine Waffe. So. Was ist das für ein Sound gewesen? Hallo? Okay, dann ziemlich einen Lärm gemacht für so etwas. Ja, ich guck mal ganz kurz, ob die Kugel da drüben ist. Falls nicht, werde ich mal offscreen schnell recherchieren, was damit sein könnte. Alter. Einmal noch in die Richtung. Ich hoffe, man natürlich einen Wind, der mich ein bisschen nach links treibt. Ja, nur ein ganz kleines bisschen. Ja, jetzt kommen die Gegner, ich habe vorher nicht gesehen.
Moment. Oh komm, ist was? Ist mir echt zu doof. Nee, das wird er gerne so behalten. Ich nehme, glaube ich, mal einen Doppelbogen. Wäre nicht so schlecht. Ja, komm. Er kann das in der Horn ziehen, aber es ist ein bisschen schwierig so. Weil man das Boot noch mitbewegt. Ich wollte sagen, ich komme nicht weg. Zugeschlagen geht nicht. Doof. Sag mal, wie viele Pfeile brauchst du eigentlich noch? Mann, Mann, Mann. Ja, doof. Ich bin wieder am Anfang. Super. So. Was? Was, ich nicht weiß oder so? Das muss so gewesen sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Part. Aber eigentlich würde alles soweit Sinn ergeben. Auch dass es hier halt Monster gab und so. Aber eben natürlich nur, wenn hier echt die fucking Kugel ist. Ja, ich will so gegen ihn kämpfen. Oh Mann, ey. So. Wo ist du jetzt schon wieder hin? Alter, was ist los? Ist offenbar doch nicht hier. Kriegt zwar Elektropfeile, aber ja, super. Ganz geil. Okay, Freunde, ich muss gucken. Nächste Folge werden wir hoffentlich den Schrei machen können. Ansonsten geht's halt für uns weiter Richtung Fion endlich mal. Ja. Ich schau mal, was hier eigentlich so abgeht. Tschüss!